Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Ihnen mitteilen, dass die Kollegin Margarete Bause heute Vormittag vor der Landtagspräsidentin zur Niederschrift erklärt hat, mit Ablauf des 24. Oktober 2017 auf ihr Landtagsmandat zu verzichten. Die Kollegin scheidet damit gemäß Artikel 56 Absatz 2 des Landeswahlgesetzes mit Ablauf des 24. Oktober 2017 aus dem Bayerischen Landtag aus. Frau Kollegin Bause ist im Jahr 1986 erstmals in den Bayerischen Landtag eingezogen und ist damit den Weg der Grünen in der Bayerischen Volksvertretung von Beginn an mitgegangen. Insgesamt gehörte sie dem Bayerischen Landtag 18 Jahre an. Während dieser Zeit engagierte sie sich unter anderem im Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes, im Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen sowie in der Enquetekommission Integration in Bayern aktiv gestalten und Richtung geben. Darüber hinaus hatte sie über insgesamt 16 Jahre hinweg das Amt der Fraktionsvorsitzenden inne. Damit ist sie die am längsten amtierende Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag seit 1946. Ihr vielfältiges politisches und ehrenamtliches Wirken wurde im Jahr 2010 mit der Verfassungsmedaille in Gold gewürdigt. Ich spreche der Kollegin im Namen des gesamten Hauses meinen Dank für ihre parlamentarische Arbeit im Bayerischen Landtag aus und wünsche ihr für ihre künftigen bundespolitischen Aufgaben viel Glück, Erfolg und alles Gute. Ausnahmsweise gebe ich nun Frau Kollegin Bause auf ihren Wunsch Gelegenheit zu einigen Abschiedsworten. Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank für diese Gelegenheit und herzlichen Dank für Ihren Beifall. Eine Woche vor der Landtagswahl bei der Eröffnung des Oktoberfests hat Herr Seehofer zu mir gesagt, ich wünsche Ihnen, dass Sie den Einzug in den Bundestag schaffen. Und nach einer Kunstpause, damit ich Sie hier im Landtag los bin. Zumindest in dieser Hinsicht hat sich der Wunsch des noch bayerischen Ministerpräsidenten in Bezug auf das Wahlergebnis erfüllt. Ich bin Bundestagsabgeordnete und im Landtag ist es heute meine letzte Sitzung. Heute Vormittag habe ich bei Frau Präsidentin den Verzicht auf mein Landtagsmandat zum 24.10. unterschrieben. In genau einer Woche findet in Berlin die konstituierende Sitzung des Deutschen Bundestages statt und dann bin ich offiziell Bundestagsabgeordnete. Im Landtag sind Sie mich dann los und ja, manche freuen sich, manche können ihr Bedauern schlecht unterdrücken. Und ich glaube, wir haben uns in den vergangenen Jahren nichts geschenkt, gerade mit dieser Seite des Hauses oder der Regierungsbank. Und ich muss gestehen, es hat mir durchaus Spaß gemacht. Gerade eine absolute Mehrheit braucht auch eine angriffslustige und scharfe Opposition. Das gehört zur Demokratie. Ich bin mir allerdings nicht sicher, wie groß jetzt die Freude darüber ist, dass wir in Zukunft in Berlin miteinander zu tun haben werden, Herr Herrmann. Aber möglicherweise sorgen Ihre Parteifreunde, Herr Seehofer, ja dafür, dass Ihnen das persönlich erspart bleibt.
Noch vor kurzem hätte das kaum jemand für möglich und noch weniger für machbar gehalten. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Winfried Kretschmann hat nach der Wahl im Hinblick auf ein mögliches Jamaika-Bündnis gesagt, wir haben uns nicht gesucht, aber jetzt müssen wir uns finden. Und es ist eine Binse, dass uns vieles trennt und manches sogar unvereinbar ist. Aber die Zeiten haben sich verändert und die politische Situation sowieso. Absolute Mehrheiten wird es in Zukunft auch in Bayern nicht mehr geben. Stellen Sie sich schon mal darauf ein. Und auch Zweierbündnisse haben in immer weniger Fällen eine Mehrheit. Und das heißt, das eingeübte Lagerdenken, Herr Huber, das eingeübte Lagerdenken hilft nicht weiter. Was hilft, Herr Huber, ist ein kühler Kopf, Verantwortungsbewusstsein, Kreativität und ernsthaftes und hartes Verhandeln. Und das werden wir auch tun. Und dafür gibt es aber ein paar Voraussetzungen, damit es auch gelingen kann. Erstens Augenhöhe und gegenseitiger Respekt. Zweitens keine Tricks und keine Fouls. Drittens offenes Visier statt Schützengraben. Und viertens die Bereitschaft, die Probleme zu lösen und sich nicht gegenseitig zu demontieren. Wenn der Wille zur Zusammenarbeit da ist, können auch Bündnisse über Lagergrenzen hinweg erfolgreich arbeiten. Das sehen wir in Hessen und das sehen wir in Schleswig-Holstein. Wo der Wille fehlt und ein Bündnis von Taktik und Tricks geprägt ist, wird es schiefgehen. Sorgen wir dafür, dass wir unserer Verantwortung und dem Wählerauftrag gerecht werden. Und versuchen wir alles, um österreichische Verhältnisse in Deutschland zu verhindern. Stellen wir uns gemeinsam gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus und suchen wir, das ist wieder der übliche Pavlovsche Reflex, stellen wir uns gemeinsam gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus und suchen wir nach Lösungen für die zukünftigen Herausforderungen und nicht nach Sündenböcken. Zukunft wird aus Mut gemacht und nicht aus Angst und Ängstlichkeit. Zum Schluss möchte ich mich bedanken. Danke für viele gute Gespräche und bereichernde Begegnungen. Danke für Vertrauen und Freundschaften, auch über die Fraktions- und Parteigrenzen hinweg. Danke für 18 gute, herausfordernde und prägende Jahre hier im Bayerischen Landtag. Es hat Spaß gemacht und jetzt freue ich mich auf die neuen Aufgaben. Servus, Fürzeich und reißt euch zusammen.